erstmal die Muni aufladen. Oh, war ja aufgeladen. Naja. So. Durch die Mitte. Alter, können die mal aufhören mit dem Schießen? Ja, so. So. Oh mein Gott. Jetzt aber. Ja, die Viecher haben sich jetzt verändert, ist ja klar, weiterentwickelt ein bisschen. Nee, so gehört sich das. Momentan habe ich auch mehrere Projekte in der Mache und wundert euch nicht, warum ich wegen der Steuerung einfach einfach manchmal nicht weiß, was da Phase ist. Dann gehen wir mal, ne? Da gehen wir mal später hin, jetzt gehen wir erstmal hoch. So. Decode this disk quick. What is it? I'll explain later. Hurry! Project Extermination. Extermination? Yeah, you read it right. Our lucky mission, huh? The last detonator is in the maximum security area. Is finally coming together.
everything that happened here was part of a simulation. So what were we? Samples in an infestation experiment? Huh. Unbelievable. Bastards. The only thing to do is to wipe this place out completely. Gotta go there and arm the detonators. Where's the maximum security area? Beyond the control tower. I'll send data on the location to your remote terminal. Gotta go. Dennis! If we make it out of here, I have something I need to tell you. Hold that thought. It'll give me a reason to make it back. Oh ja. Wird Zeit, dass wir den Mist beenden, weil ich habe mittlerweile auch die Schnauze voll. Dass wir hier ständig hier abgemurkst werden. Wir sind hier keine... Warte mal, wir tun mal... Wir haben hier genug von dem Impfstoff. Können wir uns doch heilen hier, ne? So einfach. Wieder 100%. Und dann ab durch die Mitte. Und eins vorweg, ich bin kein Meister, also ich kann schon viele Spiele sehr gut spielen. Nur bei vielen Spielen sterbe ich deswegen häufig, weil ganz einfach, ich möchte kein perfekter Gamer sein, sondern einfach einer, der euch die Games präsentiert. Ne? Wenn jemand zufällig perfekt Spiele spielt, das ist ja auch langweilig, jetzt mal ernsthaft. Wenn ich ein perfektes Gameplay sehen will, dann, ja, gucke ich mir das auch an. So. Das? 6 Schuss Granatenwerfer. Ja, kann man alles gut gebrauchen. Das hat aber ziemlich gut getan. So. Gehen wir andersrum. So, gehen wir wieder wie, ich glaube, das war die zweite Folge, einfach den Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Ne, ist kürzer. Ihr könnt nichts.
Hui, da schau an. Habe ich das beim ersten Durchgang übersehen? Ja, scheint so. So. So einfach geht das. Oh oh. Sieht alles nicht mehr so witzig aus, wa? Aber sobald wir abhauen, kann uns das sowieso alles egal sein. Selbst die wurmartigen Viecher, die man Hydra bezeichnet, als Hydra bezeichnet, sind wohl auch schon dementsprechend infiziert oder beziehungsweise haben sich angepasst. So. Müssen wir noch hier hin? Die Tür haben wir nämlich auch noch nicht geöffnet. Oh, das ist, Warte mal, wir bauen das mal um. Hier ist nichts weiter. Aber kann man trotzdem alles sehr gut gebrauchen. Ne? Das kann man alles richtig gut gebrauchen. Alles wird das wichtig am Ende. Das werdet ihr noch sehen, warum. Nein! Ernsthaft? Ich hab doch gedrückt. Uff. Ja, wir müssen jetzt den ganzen Scheiß nochmal... Oh, Schande. Also wir müssen... Genau, jetzt versteht ihr auch, warum ich speichern tue. Uff. Ja, wir machen das, wir speichern das ab. Und dabei lief es so gut, vor allen Dingen, ob das jetzt das nächste Mal wieder nochmal so gut läuft, das ist eine andere Geschichte. Das kann jetzt nächstes Mal richtig scheiße laufen. Ja, das geht schon gut los.
Weil ich habe gedrückt, also ich weiß nicht, warum es nicht reagiert. Man muss dazu sagen, ich habe einen Infrarot-PS2-Controller. Das kann natürlich passieren, dass der mal nicht richtig gleich reagiert oder... Das ist schon was anderes, als wenn du einen Controller, normalen, kabelgebundenen Controller benutzt. Ich werde natürlich die Zwischensequenz überspringen, ich würde schnell mit dem Chat verlieren. Ey, ich dachte, jetzt nochmal hier runterfallen. Also das wäre jetzt richtig scheiße, wenn man, also, oh, nee, der hat mal bloß gespeichert, ey. Aber das ist eben so. Wenn du nicht speicherst, das ist genau der Punkt, wo man immer speichern sollte. Und wenn mal was ganz Dummes dazwischen kommt, wie jetzt das zum Beispiel, deswegen sage ich immer, das ist kein Pussy-Verhalten, das ist einfach speichern, speichern, speichern. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Wenn ihr könnt, speichert immer, auch gerade bei solchen alten Games. Ich meine, wir sind ja hier nicht bei Resident Evil, wo du, zumindest bei den alten Resident Evil Teilen, wo man quasi dazu genötigt wurde, nicht zu speichern, dadurch, dass man halt Farbbänder hatte, die dafür gesorgt hat, dass man nur begrenzt speichern konnte. Aber das ist aber genau das. Das macht eben die alten Spiele noch so sympathisch, weil das waren eben nicht so einfach wie heutzutage. Wo alles überwuchert war mit Checkpoints und Speicherpunkten und dies und das. Das ist eben noch ganz, ganz alte, ne? Tun wir gleich mal hier speichern, weil nie, dass wir das gleich normal machen müssen. So, das hätten wir. Dann gehen wir wieder den etwas längeren Weg. Dann tun wir mal wieder das einsammeln. In den beiden Räumen, wo wir noch nicht drin waren. Das ist jetzt blöd, dass wir das jetzt normal machen müssen. Ich könnte es auch rausschneiden. Warum sollte ich das tun? Sehe ich gar nicht ein. Ein Let's Play ist nur dann ein Let's Play, wenn du eben nichts rausschneidest. Schließlich ist das hier kein Best-of. Aber es gibt genug YouTuber, die das gerne tun. Einfach ihre Missgeschicke rausschneiden. Ich lasse die drin. Aus Prinzip schon. Ne? So, jetzt diesen da.
diesen. So. Ja, langsam läuft's. Langsam wird's. So, jetzt noch mal ab nach oben. Aber das gehört dazu. Als Gamer muss man manchmal die gleichen Wege nochmal beschreiten, um cleverer zu fungieren das nächste Mal. Das nächste Mal gucken wir einfach, ob wir da parallel... Oh, oh, oh. Da haben wir aber echt Schwein. Gut, dass wir das gesehen haben, weil das hätten wir komplett vergessen gehabt. Aber da sieht man mal, was man manchmal auch liegen lässt. Klar, es war hier bei dem Schuppen in der Nähe auch noch eine Tür auf, aber das war bloß eine Tür zum Abkürzen und keine, wo man sagt, da findet man extra noch was. Nein, das war es leider nicht. So, jetzt tun wir hier noch speichern, weil ich habe keine Lust, auch diesen Weg nochmal neu zu beschreiten. Mann, würde ich mir ein Remake von dem Teil einfach wünschen. Das wäre toll. Das würde auch richtig gut aussehen. Ich verstehe einfach nicht, warum man nicht, dem Ding eine zweite Chance gegeben hat, weil ich glaube, das wäre eine geile Serie geworden. Der Punkt ist ja auch der, dass, was viele gar nicht wissen, Uncharted hat sich am Anfang gar nicht gut verkauft. Das hat sich im Nachhinein gut verkauft, aber nicht am Anfang. Und ich glaube einfach, das gleiche wäre mit Extermination passiert, wenn man einen zweiten Teil gemacht hätte. Der erste Teil hat sich unter unglücklichen Umständen nicht gut verkauft, aber ich glaube, ein zweiter Teil hätte sich richtig gut verkauft, womit wieder die Verkäufe des ersten Teils angekurbelt worden wären. Da bin ich vollkommen überzeugt. Und für damalige Verhältnisse ist das Spiel auch richtig gut, also, ne? Aber am Ende des Projektes sage ich dann noch was zu. Erstmal möchte ich es durchhaben. So. Jetzt hier noch mal hin. Wie gesagt, alle Medikits mitnehmen und so, das ist wichtig.
So, das hier. So, und jetzt bitte die diese Stelle das dieses Mal besser packen. Das wäre nämlich super nice. So wie jetzt. Und da wir im ersten Durchgang hier in diesem Vorraum hier alles geholt haben, brauchen wir einfach den Sicherheitsbereich abräumen. Okay. Wir müssen wieder die Kletter-Arie machen. Hm. 20% leider. Kühlmittelvorratbehälter, Notfallanweisung. Aktivieren Sie in einem Notfall mit dem Hebel den Kühlmittelvorrat für den riesigen Kulturbehälter, bevor Sie den oben genannten Hebel betätigen. Untersuchen Sie unbedingt das Rohr im hinteren Teil des Korridors auf eventuelle Schäden. Aktivieren Sie unter keinen Umständen das System, wenn das Rohr beschädigt ist, da sonst Kühlflüssigkeit austreten und im umliegenden Bereich gefrieren würde. It's frozen solid. I should be able to break it now. So. Da können wir leider nicht hin. Da können wir leider nicht hin, weil ganz einfach, wir brauchen eine Hochleistungsbatterie, eine aufgewertete, aber ich weiß nicht, wo die ist, verdammt nochmal. There might be something in that booth. Bedienung der mobilen Forschungskabine. Die Kabine wurde nach dem Angaben von Dr. Völken konstruiert und wurde so entworfen, um die unbefugte Nutzung durch andere Personen zu verhindern. Zum Inneren der Kabine lässt sich mithilfe verschiedener Sensoren die Aktivität von Origin in dem riesigen Kulturbehälter beobachten. Die Kabine ist zusätzlich mit einem beweglichen Kran verbunden, der eine Beobachtung der Kulturenbehälters aus allen Richtungen ermöglicht. Der Kran ist im ersten Stock des Labors verankert und sobald ein Forscher die Kabine betritt, aktivieren Bewegungssensoren die Schalttafeln. Unmittelbar nach der Aktivierung wird der Forscher computergesteuert sein Objekt Origin Auge im Auge gegenübergestellt. Naja, halt gegenübergestellt, ne? Forschungsbeobachtung zu H0213, die mutierte H0213, die Bakterie, also ich zähle mit den Zahlen, da kriege ich eine Macke irgendwann. Die mutierte Bakterie beginnt mittelbar nach Kontakt mit einer bestimmten Menge an Flüssigkeit, die ihr Eigenschaften eines natürlichen beweglichen Lebewesens verleiht, mit der Reproduktion. Dieser Zustand wird genannt, Hydroklast genannt, was einfach gesagt nicht mehr bedeutet, dass als das Ergebnis Infektion des Wassers mit,
befällt sämtliche Arten von Flüssigkeit, was alle biologischen Lebensformen zu potenziellen Zielen für den Parasiten macht. Er hat 6 Jahre gedauert, bis wir diesen Punkt erreicht haben, aber mit der Hilfe der Proben von ALH84001 war es uns schließlich möglich, diese wundersame Bakterien im Urzustand zurückzuversetzen, 19.08.2004. Forschungsanhang. Die Infektion eines Körpers mit einzigartigen Zellstrukturen ist ein sehr viel gewaltsamerer Prozess als die Transformation zum Hydroklasten. Die Zellstruktur eines Wirtkörpers wird äußerst schnell deformiert und mutiert innerhalb der kurzen Zeit zu einem völlig neuen Lebewesen, was nur in sehr geringem Maße seiner Urform gleicht. 19.08.2004, Völken. Ja. Es gibt einen Grundraum, der nicht ganz dicht ist. Ja, die Verherrlichung von dem Zeug merkt man ja richtig an bei dem, bei seiner Notiz. Aha. Wir haben hier so viel, wir können ja eigentlich nochmal uns heilen.